Entschuldigung, Entschuldigung. Meine Güte, ey. Hier gibt es wieder Zeug zum Sammeln. Geht's schon wieder runter. Das Level-Design gefällt mir echt gut. Muss ich jetzt... Der Funkraum. Muss einen Weg hineinfinden. Ja, ja, ich weiß schon, wie wir da reinkommen. Dankeschön. Hey, Kollege. Ah, halt die Klappe. So. Und gib mir deine Enigma-Codes. Eigentlich müssen die Steam ja... Ach so, geil. Da können wir das Ding auch aufladen, oder? Haben wir jetzt noch was dazu gekriegt? Ich weiß es nicht. Ach, und der wohnt hier, oder was? Der wohnt im Kontrollzentrum. Hier haben wir noch einen Plan der Hammerfaust. Hier, was ist das? Ach, Granaten, hier. Aha, aha. Haben wir bestimmt wieder zerstören. Machen wir das mal. Eben? Wo liegen die denn? Der zeigt das immer so ewig weit vorher an. Da hinten. Gut, guten Tag. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Ne, erst müssen wir aufräumen. Die können wir ja nicht mitfahren lassen. Ah, komm. Überladungskills, oh cool. Ich hätte gern die da. Dankeschön. Party. Nee, passt schon. Soldaten sind auch hier unten. So, haben wir hinten noch was? Eine Weste. Geht's wieder ins Wasser, da haben wir bestimmt was. Bietet sich doch prima als Versteck an hier unten, oder? Okay, gibt's ausnahmsweise mal nichts. So, scheiße, wir hätten uns beeilen müssen. Ach komm, ich kann nicht schießen. Nein, jetzt sterben wir hier im Wasser, oder was? Alter, mal die Klappe. Oh. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Na gut. Was soll's. Ja, schön sammeln. Ja, wie viel Kolumbe hier aber auch immer rumliegt. Die haben ja überall ihre Schlafstätten eingerichtet. Aber die muss man doch gehört haben, oder? Obwohl, vielleicht ist es auch so laut, dass man überhaupt nicht hört. Von oben dann. Danke. Ich frage mich, ob wir den Müller finden, indem wir den Tagebucheintrag gelesen haben. Das wäre ganz interessant. Mal zu hören, was er sagt, wenn er uns sieht. Er hat ja scheinbar definitiv Angst vor uns. Hallo. Gut, das war's scheinbar hier. Alter, was? Ja, war doch klar. Sollte jetzt abhauen. Ja, die restlichen da unten, die lassen wir einfach, oder? Na gut. Obata, machst du Tür auf, bitte? Gut gemacht, Blazkowicz. Komm! Alle sind versammelt.
Ah, ich glaube, sie wollen sie auf Save starten. Einfach so. Mein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Caroline. Wie Wasser. Oh, krass. Wie nie gewesen. Hey. Ja. Herein, Captain. Sie war nicht beim Begräbnis, weil... Ich konnte es nicht, okay? Das ist zu viel. Caroline hat mir mehr bedeutet als jeder sonst auf diesem verfluchten Boot. Und jetzt wird erwartet, dass ich das Zepter übernehme. Kapiert? Schauen Sie mich doch an, ich kann nicht mal Kopfhörer finden. Im Führungskurs in Harvard bin ich durchgefallen, verstehen Sie? Ich habe sie hier irgendwo hingelegt. Wo zum Teufel sind sie? Ah! Und dann noch dieses verdammte Klingeln. Scheiße! Sie können nicht aufgeben, Wyatt. Das tun wir nicht. Ich bin nicht dumm, Captain. Ich habe ihre Augen gesehen, als Frau Engel sie in ihrer Gewalt hatte. Denn das Feuer ist weg. Und sie fahren jetzt auf Autopilot, bis nichts mehr geht. Habe ich recht, Captain? Nicht gibt's. Oh, Gott sei Dank. Ich habe hier ein paar Sachen von Jay aus dem Berlin-Versteck. Alte Aufnahmen und so, nur als Andenken. Der hat einen echt heißen Draht gespielt, was? Ja. Ja, er mochte es laut. Wir sehen uns dann, Wyatt. Bis später, Cap. Fast ein bisschen doof, dass er da beide Seiten aufsetzt. Gehen Sie zu Seth. Er wollte Sie nochmal untersuchen und sehen, wie es Ihnen geht. Ich glaube, er ist in der Werkstatt. Hast du mir jetzt schon in unserem Hauptquartier, wo wir uns frei bewegen können? Seth, ja, neun ungelesene Tutorials. Mich kann man nicht heilen. Okay, zumindest scheint die sie nicht zerstören, bloß auf einer Seite zu hören. Ja, das ist schon Hammerfaust, Hauptquartier Wiesenauer Widerstand. Wer wohnt hier? Anja? Ist das unser Lager hier, unser Quartier? Sie hat hier Fotos, wo sie mit ihren Großeltern gelebt hat, scheinbar. Polski! Haben sie ja in Polen kennengelernt, als wir in einem Auto praktisch auf den Hof gefahren sind. Und ihre Großeltern uns versteckt haben. Und auch einen deutschen Kommandanten im Keller gefangen gehalten hatten. Hey, wo war der? Hey, Max, guck nicht so. Ich weiß, Max Rosa, aber so ist das nun mal. Schweine sterben, damit Menschen was zu essen haben. Und wir haben kein Futter mehr. Nur noch für Menschen. Kein Schweinefutter. Max! Okay. Das Schweinchen bleibt am Leben. Aber... Und jetzt guck nicht mehr so traurig. In Ordnung? Wenn du willst, kannst du fröhlich sein, Max. Lächeln. Hey. Kommen wir rein? Ah, Bombarde. Das ist sein Zimmer gegenüber. Bombarde, ja, hat auch ein Schild. Pick. Na, Max? Schwein streicheln.
Siehst du traurig aus, Mädchen. Bittere Rosa. Ah, cool. Aber ich dachte, wir haben nichts mehr. Na, Max? Sind noch vergammelte Äpfel, glaube ich. Hey, Bombarda, was ist los? Kollege? Ich hätte Max niemals mit dem Schweinchen spielen lassen sollen. Ja, ich glaube, das war echt ein Fehler. Die Grillparty können wir wohl vergessen. Starkader. Peter Gatti. Okay, cool. Das ist ein Sammelobjekt. Ja, wir haben uns die Starkader schon angesehen. Liebes Tutorial. Ah, Max was? Max liebt seine Wachsmalstifte. Er hat wieder was geschrieben. Oh, Kekse. Hä? Ah, die Spieluhr. Wie geil, die ist auch noch da. Aber wie hat er die aus dem Versteck aus dem Berliner Versteck rausgekriegt? Ich glaube nicht, dass er Zeit hatte, da was zu holen. Max hat eine Rakete gebastelt. Cool. Und Max wieder Zeug versteckt hat im Hauptquartier. Max Geburtstagskarte. Alles Gute zum Geburtstag, Max. Von Klaus. Ah, cool. Max hat ein paar Stifte, ein Krokodil, Kekse. Und die Spieluhr. Das ist richtig nice, dass die wieder da ist. Hält mir echt gut. Und wer wohnt hier alles? White, Max Hass, BJ und Anja. Ja, da waren wir jetzt überall schon. So, wollen wir mal schauen. Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Sie lagen immer richtig. Kantine. Das ist nicht der Aufzug, mit dem wir gefahren waren? Oder gibt davon, gut, davon gibt es bestimmt mehrere. Kantina. Mal gucken, ob wir hier was Schönes zu essen kriegen. Ah, dort ist die Kantine. Anja! Na? Oh Gott! Was ist das denn? Ich kann nicht aufhören. Was? Erdnussbutter? Kennst du das nicht? Butter. Wow. Pass gut auf die Zwillinge auf, Anja. Wir kümmern uns später drum. Hey, Captain. Ja. Wir müssen weiter kämpfen, Captain. Ja, auf jeden Fall. Vergiss nicht, dass Seth dich noch untersuchen will. Er ist bestimmt in seiner Werkstatt. Ja, ja, ja. Wir gehen dann noch zu Seth. Haben Sie den zweiten Abgasfilter von Hass 2 geprüft? Natürlich, natürlich, Miss. Boldo hält immer, was er verspricht. Ja, Boldo ist ein Ehrenmann. Warum, warum? Okay, können wir auch in die Küche? Club Wiesenau nach oben. In die Küche können wir nicht. Ah, geil eingerichtet. Und das in 5 Monaten. Hey! Nein, nicht Sie. Was? Die Stimme sagt, Sie haben große Schmerzen. Etwas frisst Sie von innen auf. Bärenbier? Spiel den Klassiker! Geil! Oh, das jetzt gleich? Ich weiß gar nicht. Wollen wir das jetzt gleich machen? Ja, da kommt. Ja, los. Wolfenstein 3D. Wow. Diese Grafik wirkt äußerst realistisch. Ja, auf jeden Fall. Wirklich im Spiel. Auf jeden Fall. Geil, Alter. Man kann jetzt alle Episoden auswählen. Episode 1, Flucht aus Wolfenstein. Mit Schwierigkeitsgrad. Das ist, Alter, hier ist das ganze Spiel drin. Okay, gut, dann mache ich das. Oh, wie komme ich? Ich mache mal kurz auf leicht. Alter, hier ist echt das ganze Spiel drin. Original. Ach, mit Steuerung kommen wir raus. Okay. Alter, das ist richtig gut.
Mit den Original-Sounds sogar. Die haben wir wirklich das ganze Spiel eingepackt der New Order. Da gab es ja praktisch bloß ein Remake. Oh, hier war schon jemand. Und die haben ja das Originalspiel. Alter, das ist echt gut. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen lang und dann. Blaskovic. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Original gab es das Spiel nicht zensiert. Das haben sie nachträglich machen müssen. Also hier die Hakenkreuze, die hier fehlen. Nur mal kurz bis zum Geheimgang spielen, an den ich mich erinnere. Hallo. Wo war er denn? Oder hier? Nein, hier war er. Gut. Und da es das ganze Spiel gibt, werde ich das extra nochmal machen. Mache ich das nicht jetzt, dann mache ich das extra nochmal. Weil das ist ja echt geil. Okay. Ende. Yep. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Gefällt mir sehr. Im ersten Teil, das war. Kapitän. Ja. Im ersten Teil war das schon sehr gut umgesetzt mit dem Albtraum. Und ich hatte fast gedacht, sie machen das hier nochmal genauso, dass man wieder irgendwo schlafen gehen kann. Schön, sie zu sehen. Anna Wolonska ist. Gehört die. Sehen. Wie sagt man? Scheiße aus, Captain. Ja, danke schön. Ja. Wo haben wir es zum Lesen? Maria Laurent, die schläft hier, okay. Zum Lesen. Vater Jacob Sweef, Paris, 10. November 1996. Liebe Maria, nachdem du ausgezogen bist, ist es einsam in unserem Haus geworden. Du hast dem Haus Wärme und Atmosphäre verliehen, die mit dir ausgezogen zu sein scheinen. Hast du aber nicht richtig? Egal. Deine Mutter und ich denken die ganze Zeit an dich. Mach dir keine Sorgen, wir sind glücklich und vor allem stolz. Denn du hast so viel vor dir. Es gibt für dich so viel zu sehen, zu lernen. Du musst dich jetzt auf dein Studium konzentrieren. Erzähl uns, wie das Leben in Toulouse so ist. Beschreibe deinen Alltag, wir wollen alles hören. Hast du die Nachrichten über Germanien gehört? Dieser Hans Wurst wird bald weg vom Feld zu sein. Die Leute müssen seinen Tiraden überdrüssig werden. Ich erwarte, dass er innerhalb eines Jahres Geschichte ist. Dein Vater, Jacobs. Okay, das hat nicht ganz geklappt mit dem Hans Wurst, aber na gut. So. Ja, hallo, Captain. Dann geht's wieder zur Kantine. Gibt's hier hin? Ich habe schon wieder vergessen, was wir eigentlich machen sollen. Ich glaube, wir sollen zum Dock. Hier ist eine Panzertür, okay. Wie fühlt sich Ihr Kopf an, Mr. Stubbins? Gute und schlechte Tage, Irina. Wenn ich meine Pillen nehme, bekomme ich garstige Kopfschmerzen. Was passiert, Mr. Stubbins, wenn Sie sie nicht nehmen? Ja, gute Frage. Ich in einen psychotisch-paranoiden Zustand verfallen. Meine Freunde wären mein Feind. Ich wäre eine Gefahr für mich selbst und meine Umgebung. Ich könnte mich gezwungen sehen, stundenlang wirres und unverständliches Zeug zu reden, ja, ohne zu essen, zu trinken, zu schlafen oder auf die Toilette zu gehen. Ich würde mit den Zähnen knirschen und auf meiner Zunge kauen. Was? Ich wäre nicht ganz ich selbst. Ja, Mr. Stubbins. Deshalb nehmen Sie Ihre Pillen, auch wenn der Kopf wehtut. Falls nötig, lasse ich sie von Mr. Captain Blaskovic finden und K.O. schlagen. Ich behalte sie im Auge. Ja? Sie sind ein wahrer Engel. Ja. Dann nimm ja deine Pillen. Okay. Nimm deine Pillen. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist die Krankenstation. Also hier müssten wir ja vorhin aufgewacht sein irgendwo, oder? Die Bilder kennen wir auf jeden Fall. Ist das direkt hier, wo wir aufgestanden sind? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
Hier unten sollen wir hin. Wir gucken erstmal hier oben. Da geht zum Glück Wiesenau. Da waren wir ja gerade. Setz Labor. Das ist der Flugzeughangar. Wir bauen die ein bisschen was an in einem. Was sind das? Ein Torpedo? Da kommen wir bestimmt noch nicht lang, oder? Ja. Das war zu erwarten. Ja, die haben die Torpedos bepflanzt. Sehr geil. Okay, wir gehen mal ins Setzlabor. Ah ne, war ja vorne. Er hat sich auch einen Teppich vor die Tür gelegt. Das ist sehr anständig. So, wollen wir mal schauen. Gutes Set wollte uns noch mal durchchecken. Sigrun Engel. Die Dirndl an oder so? In traurigen Zeiten. Die Käfer, geil. Mögen Sie Musik, Herr Blazkowicz? Ich bin ja mal gespannt. Ich habe so fast die Vermutung, dass sie uns noch mal verraten wird. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Eine Artwork, Concept Art. Vom, wie hieß der Raum? Ich habe schon wieder vergessen. Also auf jeden Fall die Zentrale von dem Schiff. Okay, jetzt war es weg, schade. Karte. Ah, sehr schön. Shooting Range, Armor Depot. Hier geht's wieder raus. Wir gucken mal kurz das Armor Depot und Shooting Range an. Shooting Range. Können wir nicht rein, aber wir können reingucken. Macht ja so einen Krach. Armor Depot. Das könnte ein bisschen mehr sein, oder? Na hallo, was haben wir denn da? Jetzt sind wir in der Shooting Range, oder? Du willst fangen spielen, was? Hallo? Etwas vorsichtiger sein. Ja, ich glaube auch. Was ist das hier? Monitor mit Zeit? Ich glaube, das werden wir alles noch machen dürfen. Oder? Okay, wir gehen mal zurück zu Set. Da wurde, wir können hinten bestimmt auch irgendwo raus sein. Hallo. Zeit läuft keine. Na gut. Ja, komm, wir gehen mal zu Set. Ach, wir hätten vorne einen Knopf drücken müssen. Anlage aktivieren. Okay, das machen wir später bestimmt auch nochmal. Wir bestimmt nochmal Zeit dafür haben. Oh, was ist das? Munition. Ah, hi. Guten Tag. Top Shooting Range Scores, Top Kills House Times. Können wir uns die Waffe aussuchen, die wir nehmen wollen? Verbesserungskit. Um Waffen zu verbessern. Geil. Aha, Verbesserungskits verfügbar 1. Diesel Maschinenpistole. Nagelgewehr. Kugeln werden vor dem Abschuss erhitzt. Sie fliegen langsamer, versuchen aber deutlich mehr Schaden. Ach geil. Trommelmagazin, verdoppelt die Magazinkapazität der Maschinenpistole, integrierter Schalldämpfer. Maschinenpistole mit Schalldämpfer verhört nahezu geräuschlos sehr wirkungsvoll, wenn du auf durch feindliche Gebiete schleichst. Wehrwaffen, Lasergewehr. Das Sturmgewehr ist das, was wir benutzen, ne?
Ja, Präzision und Schaden fährt ihr doch nur Einzelschüsse nicht vollautomatisch. Panzerbrechen, Kugeln durchschlagen, Rüstung und dünne Metallplatten sehr effektiv gegen schwer gepanzerte und mechanische Einheiten. Doppelmagazin, zwei zusammengeklebte Magazine für einen schnelleren Austausch der ersten beiden Magazine ohne Nachladen. Also auch doppelte Munition praktisch. Ich würde aber erst mal Panzerbrechen nehmen. Wo fliegt denn Idiot? Ach, cool. Escape schließen. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.